Und stehen hier noch ein paar Quests mehr offen, an die ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern konnte. Deswegen ist so eine Questlog wirklich ziemlich praktisch. Hier haben wir zum Beispiel den Erntedieb. Der wählte sich das vor, unsere heilige Mission zugunsten eines noch gewaltigeren Problems aufzuschieben. Ein Vogel hat sich auf einem Feld breit gemacht und stibitzt Körner. Richtig, das ist der Vogel, den wir einfach nicht loswerden konnten. Was für ein heimtückisches Biest. Dieses Tier gehört in die Narbenkluft geschleudert, aber zuvor reiß ich ihm eigenhändig. Ich habe gerade bis 10 gezählt und lege nun die Feder beiseite. Douglins Kette. Ein Weib in Mühlenbrück jammert über den Verlust deiner Kette. Wer nicht zahlt, muss eben mit dem Pfänder rechnen. Aber ich fürchte, den Erwählten kümmert die Gerechtigkeit wenig. Er scheint gewillt, sich an der Truhe des Müllers zu schaffen zu machen. Oh. So hellhörig wie er wurde, als er von einer Diebesausrüstung 3 Schritt von einem Grab entfernt hörte. Richtig, das habe ich schon völlig vergessen. Und ich kann mich immer noch nicht daran erinnern. Brief der Wirtin. Der Wirt hat der Wirtin in Mühlenbrück gegen schnöde Münzen versprochen, einen Brief an den Wirt in der Ordensfeste zu überbringen. Und ich darf ihn nicht einmal lesen. Also von meiner Seite her darfst du das nun wieder. Aber wenn er selber halt so... es so dokumentiert, soll's mir recht sein, denn er hat dann halt nicht... Tausche Brief gegen Lohn. Wer soll ich Gertrud noch sagen, sie soll nicht immer Boten bitten, die nur die Gier zu Hilfe treibt. Ja, ja, die Zeiten sind schlimm. Und nun lass mich die Münzen klingen hören. Der Wirt zahlt schweren Herzens 30 Goldstücke. Worum geht es in dem Brief? Nein, das kann er nicht. Nein, davon schon. Es muss sofort in die größeren Wirtskanäle eingespeist werden. Nun, Abenteurer, hast du Interesse an einer weiteren guten Tat? Wenn die Bezahlung stimmt, immer. Dieses Schreiben ist von äußerster Wichtigkeit. Die Zuverlässigkeit der Taverne... Also erste Institution des Klatsches steht auf dem Spiel. Bringe das nach Schildpfoten ins gefleckte Ferkel. Das ist erstklassiges Gerüchtefutter. Langsam verstehe ich, warum die Wirte immer so gut unterrichtet sind. Die haben ein richtiges Netzwerk an Informationen. Pfiffig, pfiffig. Gut, damit geht die Quest glücklicherweise weiter. Botschaft an Dankruhen ist übrigens diese Sache mit dem lebenden Baum und den Hexen. Das ist etwas, das läuft noch so ein Weilchen. Brief der Wirtin ist tatsächlich dann doch abgeschlossen, aber hey, irgendwo war ja hier die neue Quest. Sicherlich irgendwo... Hier, Brief des Wirts. Das ist aber eine späte Quest, also schaut mal, wie viel Platz hier noch ist. Ja, da haben wir also einiges übersehen. Nichtsdestotrotz, Douglins Kette, das war in Mühlenbrück, da wollen wir also hin. Und der Erntedieb war auch genau an diesem Orte. Nun schön, nun gut, aber wir gehen erstmal unsere Heilobjekte ein bisschen aufwerten, jetzt wo ich hier sehe, dass der Stein wieder hell erleuchtet ist mit vollem Charge. So, ich bringe dir Heilobjekte da und du preist uns mit deiner Ladung. Ja, Heiltrank zu einem starken Heiltrank klingt gut. Und vielleicht noch ein Brennwein zu einem Heiltrank? Wobei wir den vielleicht für irgendwas anderes gebrauchen könnten. Aber so ein Wunder ist immer besser, als irgendwelche Zutaten mit dann, also in den Topf zu werfen. Das spart nämlich Zutaten. Halt! Unsere Mission führt uns nach Süden. Na, das passt. Da passt aber einer auf. Ja, dann wird dort wohl nichts weiter sein. Wir waren dort genau genommen auch noch nicht. Na gut, dann nochmal durch den Rabberwald. Da fällt mir ein, ich hätte Waldrade die Feuerbeeren in der Höhle wahrscheinlich doch pflücken lassen können. Klar, sie erleidet Schaden, aber die Feuerbeeren werden ja trotzdem mitgenommen. Jetzt kommen wir leider nicht mehr dahin zurück. Upsie Daisy. Naja, das Abenteuer geht weiter. Sind wir denn jetzt stark genug? Nee. Mr. Fork, Feind der Heldenkraft 203, der 220 Pfund Schwersteine rührt sich kein Stück. Irgendwann kriegen wir dich. Unhold. So, Mühlenbrück, wo noch so die ein oder andere Quest auf uns wartet. Ich habe von einer Erfindung gehört, die Vögel verscheucht. Man braucht 3 Dinge dafür. Noch, das ist eine hervorragende neue Erfindung, denn wenn ihr richtig aufgepasst habt, dann ist das Vogelverscheuchen hier ein anerkannter Beruf. Noch niemand hat die Vogelscheuche erfunden, die unsere Jobs klaut. Ich habe von einer Erfindung gehört, die Vögel verscheucht, man braucht 3 Dinge dafür. Ja, richtig, Kopf, Hut und irgendeine Art großer Mantel. Haben wir vielleicht schon irgendetwas davon dabei? Nee, noch nicht. Aber wir wissen jetzt, wo wir es hinhängen können. Deswegen habe ich auch das Kreuz angesprochen. Guter Mann, Sie haben einen Hut. Hast du das Dachchen und ich zahle den doppelten Ladenpreis. Ich verkaufe dir alles. So viele Stacheln hast du doch gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt irgendwelche dabei habe. Hast du eine Waffen umschmieden oder willst du nur eine Rüstung kaufen? Kaufen?
Oh, er gibt uns einen Tipp. Beherrschst du Spezialangriffe, dann teilst du Elementarschaden aus. Hör auf das, was dir deine Lehrer beschreiben und prägst dir ein. Ich habe dir schon alles wieder vergessen. Bin du vor Jahren auf die Reise gegangen. Monate, Wochen. Wann habe ich das Let's Play begonnen? Auf jeden Fall habe ich mal ein paar Lederpanzer gekauft für Brunnen und... Wie gesagt, Gisulf, genau, denn Waldrada kann so das überhaupt nicht tragen. Der verkaufen können wir leider das alte Zeug nicht. Zumindest hier nicht. Vielleicht irgendwo anders. Aber was sollen die Leute schon mit gebrauchtem Tam? Gebrauchtem Tant. Tam gibt's nicht. Gut, random Objekte. Bob, Gisulf findet einen Heiltrank. Gott, das ist auch eine nette Mechanik. Oh, ein zerschlissenes Hemd erhalten. Warum berauben wir den Schmied? Ich hoffe, er bemerkt es nicht. Am Ende werden wir stets Dieb genannt. Schmierlappenöle, Putztücher, Feilenzangen und eine beeindruckende Auswahl unterschiedlichster Hämmer sind nur verschiedene Ausdrücke für ein und dasselbe. Hier haust ein Schmied. Ich schätze, wir haben jetzt auch ein Hemd für die Vogelscheuche. Safaun hasst diese Eisen. Ich weiß. Wie? Nein, was soll sein? Gehen wir einfach wieder, okay? Alles prima, alles gut. Also, wenn man die Bestandteile so finden sollte... Eine Art großer Mantel, na, vielleicht ist das Hemd dann doch kein Mantel. Dennoch ist es nichts, was man einfach so ausrüsten kann. Es war ein Hemd, nicht wahr? Vielleicht ist es aber auch der zusätzliche dritte Wams hier. Denn zuvor haben Gisulf und Brun jeweils einen Wams getragen, den ich hier austauschte. Nee, ich sehe sie. Zerschlissenes Hemd, doch hier, lumpiges Lumpengelumpe. Was äußerst lumpig ist, möchte ich dazu sagen. Na gut, vielleicht benötigen wir erstmal alle Zutaten? Bestandteile, um eine Vogelscheuche zu bauen. Die finden sich vielleicht allesamt hier. Staubmilderndes Haushaltsutensil mit enormem Verbreitungsgrad. Oh, höret! Welch fortgeschrittene Technologie! Mahlzeit! Habt ihr die Römer bereits unschädlich gemacht? Oh, denn... Wieso spreche ich den an? Oh. Angesichts der Belohnung, die für ein bloßes Jahr herausspringt, lautet die Antwort natürlich nein. Und ich dachte, ich hätte die Richtigen angeheuert. Was sollte das, Jungschen? Wir hätten ihm auch einfach etwas vormachen können. Ich habe einen Eid geleistet. Einen Eid. Ja und? Es ist schon ganz korrekt. Entweder das eine oder das andere. Ha! Mit der Heugabel mache ich ein Riesengeschäft. Wartet nur ab. Ich stelle sie zurück. Das Game. Warum macht uns dein Galan eigentlich keine Sonderpreise, Waldrada? Schade eigentlich. Dennoch, die Bestandteile für eine Vogelscheuche scheinen wir hier nicht finden zu können. Oder ich übergehe sie einfach ganz geschickt, weil ich ein sehr aufmerksamer Mensch bin. Naja, vielleicht werden wir sie ja woanders finden. Sollten wir jetzt noch irgendwo anders hin unseren Weg verlieren? Oh! So früh! Ja gut, warum nicht? So auf dem Weg kann man immer Räubern begegnen. Das ist wie eine Realität. Im Mittelalter. Und da vergehen sie im Nirvana. Gisulf knöpft den verbliebenen Toten das Kraut der Gold wieder ab. Das Licht reinigt die Straße, seht! Gepriesen sei die Sonne! Im wahrsten Sinne des Wortes, wie viele Fackel trägst du eigentlich mit dir herum, Jungchen? Genug, um jede Gelegenheit nutzen zu können, Erwählter. Und warum guckst du mich so komisch an, wenn du Gelegenheit sagst? Bruno hält 100 Erfahrungspunkte, weil er immer so schön Feuer und Flamme für die gerechte Sache ist. Und weil wir den Baumschirm halt nochmal angesprochen haben. Sauber abgenagt. Glückwunsch, Herr Biberräuber. Sie haben das plündergute Räuber. Mal sehen, was sie schon erbeutet hatten. Ein altes, angebissenes Brot, eine tote Maus, die Reste einer Socke, das ist alles. Unfähige Trottel. Wäre ich ein Dieb, sehe die Sache ganz, ganz anders aus. Oh, ein Mörchen. Zwei Rotrüben. Rotrübe. So, wir schauen zumindest noch ein bisschen in die Zyklopenberge rein, um uns hier etwas Übersicht zu schaffen und Vorfreude zu sprühen. Was ist hier nur los? Beeindruckende Nase. Das ist alles, was du im Angesicht der erloschenen Vergangenheit zu sagen hast, Erwählter. Sollte ich beeindruckt sein? Unser heiliger Zug wandert auf alten Pfaden. Vor langer Zeit, als das strahlende Reich noch bestand, führte ein alter Prozessionsweg zum Gipfel des Zentralmassivs. Du stehst hier vor einem der alten Hochkönige des Reichs.
Er hat sich aber gut gehalten für den alten König. So wie hieß er. Sein Name ist in die Schatten des Vergessens abgesunken. Doch als das Reich noch bestand, reichte seine Macht bis in diese Berge vor uns. Damals soll eine dichte Postenkette die Pässe bewacht haben. All das ist nun längst vorbei. Wer weiß, welche Kreaturen heute in den Bergen umgehen, da niemand mehr ist, der ihnen Einhalt gebietet. Soll da lauern, was will, ich werde mein Ziel erreichen. Ich werde der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. So spricht der Erwählte. Du bist ganz Feuer und Flamme für den heiligen Zug. Fackel gefällig? Der heilige Zug. Ja, ja, genau der. Ja, absolut. Was ist das denn da unten? Eigenartig, die Finger sollten längst zerbrochen sein. Und eigentlich sollte der Mittelfinger erhoben sein. Na ja, gut. Welch Poesie mag hier auf uns warten? Vereint mit größter Wucht dagegen, das Tor erschüttert werden kann, ein Zauberkeim zur Hand, sodann, so wird der Weg euch freigegeben. Okay. Klar. Ist doch logisch. Und damit ist natürlich gemeint, dass wir das Tor im direkten Kampf bekämpfen. Irgendwie mit Magie. Diebstahl! Dieser Wolf bekommt einen Stein aus dem Tor zu fassen und versucht ihn herauszuziehen. Nein, so nicht. Einfach abtragen könnt ihr das Tor nicht. Schade. Hexenkunst, Rankenzunge. Nein? Na gut. Einreißen. Ne? Okay, gut, dann nicht. Ich habe auch gerade nicht die richtige Waffe ausgerüstet. Dann wechsle ich mal zu meiner Klingenwaffe, mit der wir unsere andere Technik einsetzen können. Und du versuchst es mal mit dem Wassertropfen. Pop. Auch nicht. Ich habe nur irgendwas von Magie gelesen und habe jetzt einfach meine Hoffnungen fahren lassen. Lohenleid, Lied, Lolalil. Gut, wie wär's denn mal mit unserer Eule? Die kann uns die Sache doch sicherlich im Detail analysieren. Analyse. Kuckuck. Tja. Wir sollen weiter drauf. Erstmal. Fackelwirbel. Die macht alle zusammen oder so und dann irgendwas mit Magie und... Weiß nicht. Den flinken Saft kann ich nicht auf das Tor anwenden. Ich analysiere es nochmal. Akur! Tja, das hat so keinen Sinn. Dann lesen wir die Tafel halt nochmal. Vereint mit größter Wucht dagegen. Wuchttechnik besitzen wir noch nicht. Das Tor erschüttert werden kann. Ein Zauberkeim zur Hand, sodann so wird der Weg euch freigegeben. Also erst mit Wucht und dann mit einer Art von Zauberkeim. Nichts, was uns jetzt hier bereits zur Verfügung stehen sollte. Leider. Bedeutet, ist dies noch nicht der Weg, den wir zu beschreiten wissen. Doch welche Optionen stehen uns da, wenn es nicht der Weg ist, den wir uns erdachten? Was ist dies dort unten für ein Gestrüpp? Ist es das nächste Hexenhaus, das wir zu ersuchen wissen wollen tun? Ein Saftblatt, hervorragend. Welch Weg steht uns da noch offen? Ist es der Weg gen Westen? Prüfen wir denen, einen jenen welchen. Und möglicherweise werden wir hier fündig. Treffen nämlich ein in Schoring, wo wir noch nie gewesen sind. Und außerdem ist dort ein herrliches Gewässer. Valdrada inmitten eines Grasbüschels. Feensee. Das klingt einladend. Auf geht's. Valdrada fängt den Frosch. Ich bin nicht zu dick dafür. Schilf, das auf festem Grund wächst? Hier stimmt was nicht. Und es blutet an der Unterseite. Aha. Ach, jetzt sehe ich erst, dass wir damit etwas erreichen. Moment, und dann so. Gut, gut. Ja, wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen, erstmal nach oben.